Ich bin Markus, CEO von PowerOn, und wir bringen Robotern das Fühlen bei. Wir drucken künstliche Häute und künstliche Muskeln aus flexiblen Materialien, um die Barriere zwischen Mensch und Roboter aufzulösen. Da stellen wir uns so interaktive Oberflächen für Roboter vor, um eine neue Kommunikationsschnittstelle auch zwischen Mensch und Maschine herzustellen. Angefangen hat es damit, dass es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat, eine innovative Technologie in den Markt zu bringen und zu schauen, wie man da Probleme für Kunden lösen kann. Und das größte Problem ist, glaube ich, der Arbeitskräftemangel. Der Bedarf ist aus unserer Sicht eigentlich überall da, wo wir momentan Fertigungsstrecken in der Industrie oder auch in der Landwirtschaft teilweise haben, wo viel manuelle Arbeit vorliegt. Wenn man diese Prozesse automatisieren will, braucht man Fingerspitzengefühl im Greifer. Wir haben als Hardware-Startup natürlich ein relativ ingenieurlastiges Team. Und dazu haben wir natürlich auch entsprechende Leute mit Business-Erfahrung. Der Plan ist dann nächstes Jahr, dieses Produkt so weit zu bekommen, dass wir das Leuten einfach verkaufen können. Das wird eine Plug-and-Play-Fingerspitze sein für Robotergreifer. Wir wollen dazu beitragen, die Barriere zwischen Mensch und Maschine aufzulösen und am Ende Systeme erschaffen, die sich ein bisschen so anfühlen in der Kooperation, wie als wäre das ein lebendes Wesen.